Was geht ab, Bro? Was geht ab? Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Es wird mal wieder Zeit für Ramen. Ihr wisst, meine Ramenliste für München ist schon ziemlich lang. Ich habe schon die meisten Läden durch, aber ich habe noch einen Laden entdeckt. Ist zwar ein Vietnamese und der bietet irgendwie vietnamesische Ramen an und es klingt nicht so ramenhaft, aber da steht Ramen. So, Leute. Dafür bin ich gekommen. Ramen? Yes. Aber du kannst natürlich essen, was du willst. Ich habe hier eine Ramen-Ranking-Liste für München. So, Leute. Das ist unsere Vorspeise sozusagen. Andere essen das als Hauptspeise. Aber Dimi hat schon angemerkt, also Preis-Leistung hier ist top. Ja. Diese Limo kostet 3 Euro, Leute. Ja. Das ist für Restaurantverhältnisse krass. Das ist echt krass. Das hat, glaube ich, 11 gekostet, 12. Das auch 11, 12. 12. 12, ja. 11, oh ja, und das gleiche auch, 12, ey, mega gut. So, schauen wir doch mal. Ja. Okay, er macht das irgendwie voll spannend. Ich so, und, wie ist die Brühe? Ja, so, probier du mal. Ist okay. Ja. Sehr salzig. Genau, deswegen haben sie auch kein Salz am Tisch. Super salzig. Ich hatte jetzt irgendwie was Ekliges, Bitteres erwartet nach seiner Reaktion, aber... Aber ist okay. Ist okay, ja? Ja. Ist, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen basic. Also wenn du jetzt so eine Nudelsuppe-Tüte selber zu Hause, kennst du die? Ja. Schmeckt ungefähr so. Ja, genau, stimmt. Ja. Also nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht umwerfen. Aber das Gemüse sieht sehr frisch aus. Ist auch noch knackig. Das ist gut, schön knusprig. Und zart. Ne, also vom Preis her super. Vom Preis her ist top, ja. Ja. Was willst du, ein Slurp probieren? Allgemein Slurp, ja, der Laden. Als Gesamt. Also Tati und ich finden, der ist solide Preis-Leistung. Aber nur mittags. Nur mittags? Weil mittags kostet die Bowl 10. Okay. 10 irgendwas. Und wenn du danach gehst. So eine Reisbowl. Ja, so eine Nudelbowl. Okay. Ja, so eine Suppe. 10,99 oder 9,99, irgendwie so um den Dreh. Und wenn du nachmittags gehst, 6 Euro teurer. 6 Euro teurer? Ja. What the fuck? Ja. Okay, mal, what the fuck? Ist halt deren Mittagsangebot. Mhm. Also Mittagsangebot finde ich passt. Danach ist halt 6 Euro schon. Ja. Ein großer Unterschied. Ich war Sonntag essen, da habe ich 16 Euro für die Bowl bezahlt. So, das Ei, nicht mein Ding. Ich mag es auch leicht flüssig. Aber wir hätten bestimmt auch mit Spiegelei es bestellen können. Aber ey, Proteine. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, solider Laden, Preis-Leistung top. Es ist kein der hier Gourmet-Highlight, aber für Mittag solide auf jeden Fall. Hast du den über einen deiner Zuschauer gefunden oder empfohlen bekommen? Nee, ich habe Recherche betrieben. Musste das extra suchen, weil die sind ja offensichtlich nicht bekannt für Ramen. Und an sich sind das nicht wirklich Ramen. Das ist halt eine gute Nudelsuppe. Ja. Also die meisten Ramen habe ich schon abgecheckt. Wo ist denn Takumi bei dir auf dem Ranking? Ich glaube top. Auf jeden Fall top 5. Okay. Ich glaube, vielleicht sogar Top 3. Aber dieser eine, der immer Schlange hatte, der jetzt zu hat, den fand ich nicht so gut. Welcher war das? In der Nähe, wo wir letztens Burger gegessen haben. Ach, Josef da, ja, ja. So. Aber die haben ja mittlerweile 3-4 Filialen. Und jede von den anderen ist besser. Okay. Sushi ist solide, kann man machen. Der schaut auf jeden Fall auch sehr schön angerichtet aus. Also, es ist fresh. Ja. Ist solide, ja.
Gut, das Geile ist, sie haben es halt echt gerade gemacht, ne? Das finde ich halt schon stark. Das hat hier irgendwie ein bisschen abgelegen. Ich bin, also auf dem Hinweg her, bin ich durch irgendeinen Hinterhof gegangen von dem Haus. Also schon sehr abgelegen. Vor allem auf dem Weg hierher habe ich so viele Leute jetzt gesehen, die Mittagspause gemacht haben. Da dachte ich mir, okay, das wird hier wahrscheinlich voll sein. Aber da das halt ein bisschen so abgelegener ist. Kann gut und schlecht sein. Also für uns ist gut, mhm. Für die Leute ist es natürlich ein bisschen schlechter. Ich habe eben ausgetrunken. Transaktion wurde während der Simulation. Das heißt, der Wert hat sich geändert, oder? Ja. Und wenn sowas kommt, auf jeden Fall immer nach. Mein letztes Schiff. Ich bin gut voll. Alter, ich bin satt. Dann, ja. Also, hier ist noch viel Suppe und so. So. Den Finish. Chicken war gut. Hat mir gut gefallen. Nudeln. Suppe brauche ich jetzt nicht aufessen. Und Gemüse, ihr wisst auch nicht. Timi macht Sonntag ein Edison Yu-Gi-Oh! Turnier, falls ihr vorbeischauen wollt, in Pocking. Bisschen Schleichwerbung. Das wird jetzt auch zerstört. Hey, voll schön hier, Leute. Ja, ernst schön hier. Was geht, Leute? Wir testen noch einen Undercover-Gamenladen. Also ein Laden. Also ein Laden, der nicht auf Garmin spezialisiert ist, aber habe ich irgendwo auf der Karte entdeckt. Ich war gerade drin, ist schön. Real Talk? Ich dachte, das wäre so ein, weiß schon, irgendwie so ein schäbiger von Vietnamesen, so kleiner Laden. Okay. Aber das ist ja voll der schöne, feine Laden hier. Teil 2, Teil 1 war auch da. Da gab es auch kein Fazit. Wie fandest du den letzten Laden? Der Burgerladen? Nein, wo wir waren, Asian, vietnamesisch. Ach so. Der Preis-Leistung top war. Der war sehr solide. Preis-Leistung war gut, ja. Preis-Leistung war echt gut. Hier sind wir heute. Wo sind meine Garmin? Ja, die habe ich auch noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Tot! Suppen habe ich ja. Ah, doch, hier Suppen. Da, doch, hier. Okay. Okay. Vorspeisen schrecken uns ein wenig ab, Leute. Preistechnisch. Wo war das? Das hier, oder? Ja. Also hier für Hähnchenstücke. Also es war ja so eine kleine Platte. Ich habe auch gefragt, sind 150 bis 200 Gramm, meinte er. Nee, Hauptspeise war 150 bis 200 Gramm. Ach so. Nicht Vorspeise. Ja. Das ist ja noch weniger. Ja. Also 15 Euro ist schon heftig. Also wir nehmen auf jeden Fall Garmin. Das geht noch 15. Ist ungefähr Normalpreis für Garmin. Aber schaut mal, hier diese Bowl, das ist ja eine Hauptspeise. Kostet 15, 16. Und diese Vorspeise kostet auch 15. Also Vorspeisen ist irgendwie über Preis-Leistung nicht so top. Und den Burger probiere ich auch. Ja. Die mir auch hier 9er. Ist okay. Ist interessant. Okay, dann machen wir's. Und ja, das hat uns auch ein wenig verwirrt. Oh. Weil von hier. Den Bildern sieht es aus wie Ding. Das ist der Topseller tatsächlich. Oh, den probiere ich. Ihn dir. Ja. Weil von den Bildern sieht es aus wie eine Vorspeise. Aber es steht bei Hauptgerichte und preislich ist das natürlich auch keine. Aber schau mal, das kostet nur 17,50 und die Vorspeise kostet 15. Ja, das ist nur 2,50 mehr. Das ist unser Rahmenburger, Leute. Ah, der Salat ist ganz oben. Sieht nicht begeistert aus. Sag du mal dein Fazit. Naja. Das ist mir auf jeden Fall zu soßig. Zu soßig und ich finde, es ist zu crunchy, Mann. Ja. Es ist sehr ungewohnt. Ist ungewohnt? Ja.
Also schmeckt das Fleisch gar nicht, weil ich schmecke einfach nur Soße. Ja. Soße und Crunch. Also ein bisschen dezenter mit der Soße. Crunch an sich ist jetzt nicht schlecht. So. Diese Ramen. Bun. Fleisch ist einfach Rindfleisch, so Stücke, das ist jetzt kein Beef Patty, wie es von dem Burger halt kennt. Ja. Das fällt bei mir auch schon auseinander. Weniger Soße und ich fand ihn okay. Was sagst du zum Preis? Für die Größe? Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber für mich ist das eine Vorspeise, ich würde sagen 5er. Richtig. 5er Vorspeise. Ich sag auch 5, vielleicht 6 Euro, weil es halt ein bisschen was Fancyeres ist. Ja. Aber ich glaube, was kostet 11? Knapp? 10,90? Nee, nee, nee. 98. 98, 99. Okay. Schon ein bisschen high. Ne? Aber ja, ist halt mal was anderes. Auch zum ersten Mal jetzt gegessen, sowas. Ich kannte es tatsächlich auch nur über Instagram, habe ich das ein paar Mal gesehen. Also ich persönlich bevorzuge eher die klassischen Burger. Ja. Aber Fleisch ist zart. Handhabung, Hilfe. Schaut gut aus auf jeden Fall. Das ist der Brühencheck, Leute. Ein bisschen so der Pfiff, gell? Ja. Aber. Ich sag's mal so, das ist bestimmt nicht ihr Signature, ja, yeah, ihr Ding. Das definitiv nicht. Und? Ist nichts Besonderes, ne? Ja, ist sogar eher unteres, ja, genau, unteres Teil. Ja. Naja. Der Laden ist nicht so toll, Leute. Hat dir den einer deiner Follower gefunden, Paul? Ja, okay. Bin immer noch super. Ach so, wegen Rahmen. Ein Rahmen. Ja, okay, der stimmt. Aber da, an sich ist das ja kein Rahmenladen. Also, ich habe ja schon alle durch, die sich nur auf Rahmen spezialisieren. Und die sind natürlich besser. Ja, gut, für mich war zum Beispiel dieser Fancy Burger interessant. Der war interessant, ja. Ja. Aber jetzt hatten wir ihn einmal. Und das war's so früher. Ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen traurig. Aber ja, fühle ich, verstehe ich. Ich bin jetzt nicht mehr so enttäuscht, weil. Ich sag mal, öfter, dass es nicht so taugt, als dass es taugt. Also. Ich bin schon gewohnt. Oh mein Gott, nicht, dass er dachte, dass ich es hat geschmeckt, ja, gesagt habe. Danke dir. Die will sich rausreden. Nee. Echt nicht. Also, ich weiß, ich habe nichts gesagt auf die Frage. Er ist ja gekommen, hat es geschmeckt und da habe ich gesagt ja. Nein, seid ihr fertig? Dann wollte ich halt ja sagen
Ja, du hast auch beides ja gesagt. Oh mein Gott, echt nicht, Mann. Nee, war nicht so stark, Leute, um jetzt zu sein. Ne? Ja. Spaß beiseite. Ja, wir haben hier eine gute Location, aber. Die Lage ist super. Die Lage ist super, direkt hier im Zentrum, aber ich glaube, das hält den Laden halt auch über Wasser. Nicht erwähnenswert, nicht zu empfehlen. Ja. Das war's von mir und Dimi. Rückkehr von Dimi. Die Rahmenläden, die jetzt noch auf meiner Liste sind, die können, also ich erwarte von denen nicht viel, weil die spezialisierten sich nicht auf Ramen. Die Top-Läden, die bekannten Läden, die nur Ramen-Läden, die habe ich natürlich schon alle durch. Das sind jetzt irgendwelche Asiaten, die irgendwo auf Seite 5 noch Ramen anbieten. Und ja, der eine Laden war extrem teuer. Und ich blende hier mal das Ranking ein, aber die sind irgendwo weiter unten. Aber der erste Laden an sich ist nicht schlecht. Gutes Mittagsangebot, Preis-Leistung top, kannst halt dort normal essen. Aber jetzt Ramen nicht erwähnenswert. Das war's von mir, Leute. Das Wetter ist echt komisch. Ich bin echt schlapp, Mann. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die Views ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Ja, und dem Krypto-Kanal der Mine, aber da geht momentan echt nicht viel. Keine Energie, sorry, Leute. Wenn die Energie zurückkommt, dann auf jeden Fall. Serious Business und ciao.